Wenn du dir dieses Video anschaust und diesen Kanal abonniert hast, dann hast du vermutlich nicht so viele Abonnenten oder zumindest nicht so viele Abonnenten, wie du gerne hättest. Doch woher kommt es eigentlich, dass manche Kanäle unglaublich erfolgreich sind und Hunderttausende, wenn nicht Millionen Abonnenten haben und andere nicht? Was ist der größte Unterschied, der den Unterschied dazwischen macht, ob man mit seinem Kanal unerfolgreich bleibt oder richtig Erfolg haben kann? Und wie kann man diesen Faktor für sich benutzen, um nicht für immer mit nur ein paar Abonnenten in der Bedeutungslosigkeit herumzudümpeln? Das alles erfahrt ihr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und heute soll es um einen Faktor gehen, der gute von großartigen Kanälen unterscheidet, beziehungsweise den Faktor, der darüber entscheidet, ob ihr für immer nur ein paar Abonnenten haben werdet oder die Chance für richtig großen YouTube-Erfolg. Natürlich gibt es ganz viele Faktoren, die darauf Einfluss haben, ob man auf YouTube Erfolg hat oder nicht. Durchhaltevermögen und ein langer Atem ist zum Beispiel ein Faktor, aber nur Durchhaltevermögen bringt einem nichts, wenn man keine Abonnenten gewinnt. Eine Liste der 6 besten Tipps, wie ihr eure Videos verbessern könnt, habe ich hier schon mal gemacht. Da habt ihr wirklich ganz viele Grundlagen drin, die auch einen großen Einfluss darauf haben, wie erfolgreich ihr auf YouTube seid. Heute soll es aber um einen anderen Faktor gehen, um einen Faktor im Kanalkonzept. Und zwar um den Faktor, der den Unterschied dazwischen macht, ob man zwar einen guten Kanal hat, aber kaum Abonnenten gewinnt oder ob man richtig Erfolg haben kann. Und das ist die richtige Positionierung. Was meine ich damit und warum macht das so einen großen Unterschied? YouTube-Videos gibt es wie Sand am Meer. Jede Minute werden mehr als 400 Stunden Videomaterial auf YouTube hochgeladen. Viele Kategorien sind auch völlig überflutet mit Content. Nehmen wir zum Beispiel Minecraft-Let's Plays. Das ist jetzt zwar kein Thema, was Firmen wirklich was angeht, aber das ist so ziemlich die Kategorie Video, die es zumindest gefühlt mit Abstand am allermeisten auf YouTube gibt. Also, warum sollte ich den 1.000.000. oder 10.000.000. Kanal abonnieren, der Minecraft-Let's Plays macht? Dafür muss es einen wirklich guten Grund geben. Oder warum sollte ich den 100.000. Fitness-Kanal abonnieren? Auch dafür muss es einen wirklich guten Grund geben. Ihr merkt schon, worauf ich hinaus möchte. Man abonniert nicht den x-0815-Kanal, der genau das Gleiche macht, was alle anderen auch machen. Warum auch? Der macht eben genau das Gleiche, was alle anderen auch machen. Wenn man wirklich Erfolg auf YouTube haben will, muss man schon etwas Besonderes machen. Man braucht etwas, was man im Marketing die sogenannte USP nennt, die Unique Selling Proposition. Das heißt auf Deutsch frei übersetzt mal ein Alleinstellungsmerkmal. Das Gleiche gilt natürlich auch für Firmen und Unternehmen. Nehmen wir zum Beispiel unseren Fahrradhändler, den wir zuletzt schon mal als Beispiel haben. Warum sollten wir seinen Kanal abonnieren? Warum sollten wir nicht irgendeinen anderen Kanal, wo es ums Fahrradfahren geht, abonnieren? Also, wir wissen jetzt. Jeder Kanal braucht ein Alleinstellungsmerkmal. Etwas, mit dem er aus der Masse herausstechen kann, damit er abonniert wird. Doch wie schaffen wir ein solches Alleinstellungsmerkmal? Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Arten von Alleinstellungsmerkmalen und ganz viele Methoden, wie man Alleinstellungsmerkmale schaffen kann. Heute möchte ich euch aber mal eine ganz einfache Methode zeigen, mit der ihr direkt etwas herausfinden könnt, wie ihr ein Alleinstellungsmerkmal für euren Kanal finden könnt. In dieser Methode schafft man ein Alleinstellungsmerkmal, indem man zwei Themen verbindet. Euer Kanal dreht sich ja idealerweise schon um ein konkretes Thema. Falls nicht, dann verletzt ihr eine meiner Grundregeln für großartige YouTube-Videos und solltet euch dieses Video nochmal angucken. Also, euer Kanal handelt von einem Thema. Und um diese Methode jetzt anzuwenden, nehmt ihr euch noch ein zweites Thema und kombiniert diese beiden Themen. Am besten noch ein Hobby, noch etwas, was euch wirklich interessiert und kombiniert die beiden Themen. Also gehen wir mal unsere Beispiele durch. Ich glaube, dann wird das noch ein bisschen klarer. Zunächst einmal unser Fahrradhändler. Was könnte der machen? Vielleicht hat er sich auch selber schon auf Trekkingräder spezialisiert. Dann sollte es in diesem Kanal unbedingt um Trekkingräder gehen. Vielleicht hat dieser Fahrradhändler, vielleicht campt der aber auch unglaublich gerne in seiner Freizeit. Vielleicht geht er unglaublich gerne zelten. Dann könnte er irgendwie Campingtrips mit dem Fahrrad machen und darüber einen YouTube-Kanal machen. Gucken wir uns mal unseren Minecraft-Let's Player an. Vielleicht ist er der totale Bastler und interessiert sich total für Technik. Dann könnte er einen Kanal machen, wo er verrückte Erfindungen und Konstruktionen baut. Vielleicht interessiert er sich aber auch total für das alte Rom. Dann könnte er einen Kanal machen, wo er einfach Minecraft-Videos macht, in denen sich aber auch alles um das alte Rom dreht. Und was ist mit unserem Fitness-YouTuber? Wie könnte der sich spezialisieren? Naja, vielleicht ernährt er sich ja Paleo oder vegan oder was es momentan sonst noch so für Fitness-Trends gibt's. Und dann macht der einfach einen YouTube-Kanal für, also einen Fitness-Kanal für Veganer zum Beispiel. Oder das ist eine Frau, die war gerade schwanger
Und dann macht die einen Fitnesskanal extra für Frauen, die jetzt gerade schwanger waren und wieder in Form kommen wollen. Das alles waren jetzt nur spontane Ideen, aber ich glaube, ihr seht schon, dass man eigentlich für jeden Kanal, egal was für ein Kanal, relativ schnell, wenn man sich mal seine ganzen Hobbys anguckt, irgendwas finden kann, was man noch damit kombinieren kann, sodass man diesen Kanal noch weiter spezialisieren kann. Aber wozu führt das Ganze jetzt? Warum ist das Ganze jetzt so gut? Vielleicht denkt man sich ja jetzt sogar, wenn ich jetzt nur noch was über Trekkingräder mache, schließe ich doch alle anderen Fahrradfahrer aus. Oder wenn ich jetzt nur noch was über das alte Rom mache, schließe ich dann nicht alle anderen Leute, die das nicht mögen, das aus? Nein, es hat einen ganz, ganz anderen Effekt. Nehmen wir jetzt zum Beispiel unseren Minecraft-Let's Player, der sich nur noch auf das Thema altes Rom konzentriert hat. Und der baut jetzt nur noch Gebäude aus dem alten Rom und was weiß ich. Auf jeden Fall hat er sich jetzt wirklich konkret auf das Thema spezialisiert. Jetzt kommt jemand anders und der fasziniert sich auch für das alte Rom. Der findet das auch spannend. Und der kommt auf den Kanal und der hat natürlich schon hunderte Kanäle mit Minecraft-Let's Plays gesehen, wo jemand einfach nur Vanilla-Minecraft-Let's Play standardmäßig macht, wie jeder andere das auch macht. Und warum sollte er die abonnieren? Aber jetzt kommt er auf diesen Kanal und sieht, wow, der macht was ganz anderes. Der macht was zum alten Rom. Und das alte Rom finde ich ja auch spannend. Und dann ist die Chance, dass er den Kanal abonniert, viel, viel größer als jeden normalen Minecraft-Let's-Play-Kanal, auch wenn der ihn auch interessiert. Aber dieser Kanal interessiert ihn gleich viel, viel mehr, weil dieser Kanal ihn persönlich viel stärker anspricht. Und jetzt kommt vielleicht jemand drauf, der sich nicht so für das alte Rom interessiert, aber auch für den sticht der Kanal natürlich raus. Und auch für den ist der Kanal vielleicht spannend. Aber was vor allem passiert ist, derjenige, der sich für das Thema interessiert, und das ist jetzt vielleicht eine kleinere Zielgruppe, aber diese Zielgruppe kann man viel stärker ansprechen. Und man spricht dann wirklich genau diese Zielgruppe an. Und diese Zielgruppe fühlt sich auch viel stärker zu diesem Kanal hingezogen und findet den Kanal viel spannender und wird diesen Kanal auch viel stärker unterstützen. Das heißt, dass jemand dieses Minecraft-Let's Play dann mit über das alte Rom teilt, ist die Chance viel, viel größer, als dass er irgendein normales Minecraft-Let's Play teilt. Dass er einem Freund davon erzählt, die Chance ist viel, viel größer. Die Abonnenten werden sich vermutlich mehr Videos angucken und so weiter. Das heißt, man kann es schaffen, dass die Abonnenten eine viel stärkere Bindung zu dem Kanal kriegen, weil sie viel konkreter noch angesprochen werden, weil es wirklich um noch ein spezielleres Thema geht, was sie wirklich interessiert. So kriegt man schneller Abonnenten, bessere Abonnenten, die Abonnentenbindung wird gestärkt und langfristig dann auch viel mehr Abonnenten, weil eben dann auch noch drumherum Abonnenten dazukommen, die sich jetzt vielleicht nicht direkt für das Thema interessieren, die aber halt drumherum so dazukommen oder die über diese anderen Leute noch dazukommen, weil diese Leute, die da sind, sich eben viel mehr für den Kanal interessieren und die Chance, dass die in erster Hinsicht auch überhaupt abonnieren, viel, viel größer ist. Also jetzt eure Aufgabe, übersetzt das für euren Kanal. Ist euer Kanal spezialisiert oder macht ihr irgendwas, was ganz, ganz viele andere Leute auch machen? Falls das der Fall sein sollte, überlegt euch, wie ihr euren Kanal noch weiter spezialisieren könnt. Macht zum Beispiel die Technik, die ich euch vorgestellt habe, überlegt euch, was interessiert mich auch noch, was könnte ein spannendes Thema sein, was mit diesem Thema zusammenpasst und wie könnte ich meine Videos dadurch noch viel mehr spezialisieren und noch viel schneller wachsen, indem ich viel stärker heraussteche. Das soll es aber für dieses Video gewesen sein. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch mehr Tipps rund um das Thema YouTube haben wollt und wie ihr auf YouTube wachsen könnt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, euer Jan.